Das könntest du als Pre-Intro nehmen. Was du nicht zum Pre-Intro hast. Hä? Wenn ich ein Pre-Intro hätte, da habe ich ja eins, anstatt keins zu haben. Ja, oder du nimmst einfach das. So, let's do this. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer vernichtenden Runde meines Lebens in das Reich der Schatten gegen unseren lieben Enderman. Oh, jetzt geht das wieder los. Ja, ich bin auch wieder dabei. Ich bin auch schon wieder dabei. Yeah. Scheißegal, ja, was passiert, er fängt irgendwie immer als Erster an. Ja, weil du mich immer als Erstes anfangen lässt. So, dann guck mal, was haben wir denn Schönes? Ach, gibt's doch nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein neues Deck, habe ich innerhalb von 10 Minuten gemacht. Und wenn ich Pech habe, werde ich sogar deswegen verlieren, weil ich... Ja. Ihr werdet schon sehen, wenn ich es schaffe überhaupt. Nee. Okay, ich kann gerade mal diese Karte hier setzen, das war's. Wow, bist du krass, ja, Alter. Ich bin richtig krass. Diesmal habe ich nicht das Glück der Herz der Karte bei mir. Beschwöre meinen Getriebegolem im Angriffsmodus. Effekt aktivieren. Oh, was passiert? Bam, direkter Angriff. Oh! Das ist ha. Nett. Das ist ziemlich nett. Und mir ist gerade eine Idee für ein neues, weiteres Deck eingefallen. Danke, dass ich darauf aufmerksam wurde. Hä? Okay, ich beschwöre Diener des Pharaos! Alter, nein. Angreife dich mit 900 ATK an. Angriff! Ah. Wir kämpfen ja auf hohem Maße. Auf hohem Niveau. So, Karte gezogen, Karte gelegt. Und du bist. Okay. Ich. Das Ding ist, ich kann jetzt den Leuten nicht erzählen, was ich vorhabe. Ich setze diese Karte dabei. Karte drum. Da war das ja. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ziehe die Karte. Was hast du denn? Garde. Ich baue das Fahr aus. Und ich greife dich wieder mit Dida an. Und zwar diese Karte hier. Ui. Kruchschildkröte. Ein kleines bisschen stärker. Ein bisschen. Minimal. Aber ja, wissen wir schon, auf was er hinaus möchte. Also indirekt. So, er möchte irgendwie auch noch wieder Karten ziehen. Bloß warum? Ich werde dir einfach mal eine Karte demonstrieren. Ja. Yeah. Das soll aktivieren mal bitte. Ich aktiviere diese Karte hier. Wow. Und zerstöre deine Karte hier. Das ist eigentlich richtig dumm, weil darfst du nächste Runde nicht ziehen. Ja, aber wenn du einen Dammmonster oder sowas hast, kann ich es gleich zerstören. Wenn ich dich gleich in die Battlephase und greife dein neues gelegtes Monster an. Eigentlich ist es richtig, richtig dämlich, weil ich nur Schaden bekomme dadurch. Ja, warum greifst du da ran? Das ist behindert oder so. Kann ich ja nicht mehr, nee. Ja, voll, ging es ja noch, oder in der Serie, da konnte man gleich nochmal wechseln. So, weiter geht's, neues Monster wird gelegt und du bist wieder dran, weil ich ja nicht die Karte bekomme, die ich brauche. Ne? Kannst du eigentlich direkt auf Ben drücken. Ja, ich könnte dich angreifen, aber... Nee! Ja. Fick die! Ich war... Oh! Was scheiße wieder. Kruchschildkröte. Und diese Karte gespielt. Und du weißt, was das heißt. Hä? Genau. Krug der Gier. Altbekanntes Spiel. Zwei Karten auf einmal. Und immer noch nicht die Karte, die ich brauche. Jetzt diese Karte hier. Dann kann ich dich jetzt angreifen. Ich greife halt an. Mario. Mario.
Na, ich aktiviere Eisenschrott, Vogelscheuche. Was passiert hier? Annulliere. Achso, ja. Die Karte ist wieder umgedeckt? Ja. Das heißt, du musst jetzt zweimal angreifen, um einen Unterbringung jetzt zu zerstören. Denn ich kann immer einen Angriff davon annullieren. Immer, jedes Mal. Ha, ha. Zwei Runden in der in den. So, 2300 Angriff. Von einer musikalischen Diva. Ah, ich darf ja nicht angreifen. Stimmt, habe ich vergessen. So eine Runde warten. Herze Karten, hast du... Wow, okay, geil. Da liest er wieder. Ach, gestern kam der Dispri-Intro. Stimmt, habt ihr das gesehen? Also wir müssten die ersten 2, 3, 5 Sekunden seines Videos schauen. Also das kann man sich schon mal antun. Ja, ich setze diese Karte hier. Und opfere dafür, es ist sowas von dämlich, diese Karte zu opfern. Wieso hast du denn jetzt eigentlich zwei Monster mit mehr als 2000 Defense? Weil ich spiele diese Karte verdeckt. Und greif ihn mal an. Ich will wissen, was du so hast. Millennium Schild, oder bist du langweilig? Ja, jedenfalls das. Oh, ist das bescheiden. So. Das Herz der Karten ist sicher nicht auf meiner Seite. Willst du vielleicht die Geschichte erzählen von dem Pre-Intro von gestern? Ja, was davon hat... erzählen? So, und jetzt musst du nämlich sehen, warum das eigentlich scheiß dämlich ist, warum ich die Karte geopfert habe. Hä, was soll denn das? Was bringt dir das? Egal, welches Monster ich geopfert hätte, ich hätte es als Tribut wieder beschwören können. Alles klar. Ja doch, du findest immer ich was zu erzählen. Aktivieren Effekt von Gold Sargophag. Naja, gibt ja nicht viel. Welche Karte nehme ich denn? Gibt so vieles, was ich nehmen kann. Ich nehme Idia. Oh, jetzt machst du wieder dein Sarkophag-Ding. Ja. Tattoo. Weil sonst komme ich gar nicht da dran. Ich habe den zweiten und den dritten aber nicht auf der Hand. Hier, mache ich diesen. Weil ich es komplett verkackt habe, mache ich doch noch die Flip-Beschwörung. Hier, eine Fallkarte, den Flugzeug. Ach nö. Ha, noch ein Krieg. Das Ding ist jetzt, wenn ich mit den nächsten 5 Zügen nicht die Karte ziehe, die ich brauche, habe ich automatisch verloren. Achso? Ja. Ach, gib's doch die... Ey, ich ficke jede Mutter auf dieser Welt. Ich habe jetzt Geistesvoraus gezogen. Ja, mach einfach beenden. Mach ich auch. Okay, nur noch ein Zug und wenn ich dann nicht die Karte ziehe, dann habe ich automatisch verloren. Halleluja! Ich setze diese Karte hier. Obwohl wir beide wissen, um was es geht. Ich setze Staubtornado. Diese Karte setze ich hier. Ich aktiviere Staubtornado. Nein. Boah, wie gemein das jetzt wäre. Okay. Ja, Effekt aktivieren. Oh! Okay, ich habe jetzt... Eigentlich müsste ich jetzt schon verloren haben.
Ist bloß die Frage, warum. Ja, komm, wirf der Clay von der Hand runter. Beziehungsweise nicht nur müsste, sondern ich hab verloren. Werde ich ja einfach nach der Runde einfach erzählen, warum. Vielleicht habe ich ja noch das Glück, in dem nächsten Zug die Karte zu ziehen. Und dann mal schauen, ob ich dann doch noch gewinnen kann. Ich beschwöre, grabe ich das Fluch. Ich weiß, sie ist beim Angriffsmodus, aber es ist mir egal. Ich greife damit dein Shit hier an. Eisene Schrott, Vogelscheuche. Ah, ja, gut. Yeah. Warte, die Karte habe ich schon ganz vergessen gehabt. Oh, wow. Scheiße. Okay. Also jetzt habe ich wirklich verloren. Ach man. Aber da brauchst du auch so ein Glück, weil die Karte darfst du nur einmal im Deck haben. Und bei 40 Karten eine Karte jetzt zu zählen ist jetzt ein bisschen schwieriger. Was mache ich denn jetzt? Jetzt eigentlich nur noch angreifen. Gegner, die ihre Gegner Albträume beschert. Naja. Krasse Albträume. Oh. Ich muss sagen, er war doch klüger als ich dachte. Dynaman. Ja, auch wenn ich den Effekt gerade vergessen hatte. Achso, ja. Als ob du Monster der Stufe 2, 8, stimmt ja, hast du ja. Naja, habe ich ja genug. Wow. Warum muss ich ein Monster aus der Hand legen? Oh, fuck. Doch, das könnte gehen. Das könnte gehen. Ich beschwöre, ich opfere erstmal Millennium-Schild. Um Millenniums Golem zu holen. So, und dann gehe ich in die wohlverdiente Battle-Phase. Man merkt einfach, wie meine Laune richtig im Keller ist, nur weil ich die Karte nicht gezogen habe. Nein! Oh, warte, weißt du, was mir so gerade so einfällt? Wenn ich es jetzt genau richtig zusammengerechnet habe, kann das sein, dass du sogar wirklich verloren hast. Hä? Ich mache jetzt erstmal alles in Angriff. Ja, ich habe verloren. Schau mal, der hatte 2600 Verteidigung für ein 4-Sterne-Monster. Oh, kann es sein, dass ich doch noch gewonnen habe? Ja, hast du. Oh, ich habe echt... Also dann kann ich euch mal kurz erzählen, was ich eigentlich vorhabe. In meinem Deck ist eine Karte, die nennt sich Letzter Countdown. Das heißt, ich habe diese Karte gespielt. Und dann muss ich genau 20 Runden warten. Dann habe ich automatisch gewonnen. Aha. Ende. Ja, ist jetzt bloß die Frage. Rundenmäßig steht ja immer da, oder ist es super spannend? Pro Spielzug. Also, das heißt, ja, der Brust, das heißt, Fluss. Ein Spielzug ist, wenn ich beendet habe. Der zweite ist, wenn du beendet hast. Ja, der dritte ist, wenn ich beendet habe. Das heißt, du hättest also das 10 noch, Runden. Das hättest ja trotzdem noch locker schaffen können. Ja, stimmt. Hätte mit 11 Karten auf der Hand hättest du gewonnen. Im Deck. Fuck, hätte ich sogar echt. Ja, da habe ich halt. Gut, Leute. Enderman hat ein bisschen doof gedacht. Ich habe einen Fehler gemacht, wahrscheinlich. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Wir gehen gleich wieder live. Bei mir kann man ja gucken, wie dämlich wir uns gemacht haben, weil bei mir wird alles hochgeladen. Enderman macht das ja nicht. Was nicht macht? Was für hier? Enderman macht das nicht, ey. Was? Ich habe extra Kanal, wo die ganzen Live-Videos hochgehen. Ach so, ja. Also wer Enderman hören möchte und mich besoffen hören möchte, geht gerne rein. Leute, abonniert Enderman, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie und euer. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.